Hallo, was machen Sachen? Ja, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ich war wieder in Unreal unterwegs. Und eins vorweg, das Video ist jetzt kein Tutorial an sich, sondern mehr so ein Showcase. Ich werde für euch jetzt nicht Node für Node durchgehen, sondern ich werde euch meine Blueprints zeigen und dann ein bisschen kurz dazu was sagen und halt nicht wirklich Schritt für Schritt alles durchgehen. Aber ich denke, die Nodes sind nicht großartig kompliziert, das sollte auch so funktionieren. Für die Leute, die dabei waren, ich habe das ja auf Twitch und auf YouTube live gestreamt, wie wir ein bisschen an der AI gearbeitet haben, wissen ein bisschen mehr. Es hatte da noch nicht funktioniert. Ich habe jetzt ein bisschen dran gearbeitet, nachdem der Stream abgestürzt ist, weil Internet war nicht mehr vorhanden. Es funktioniert, wie ihr seht, jetzt alles, funktioniert auch alles mit jedem Charakter. Eins vorweg, die Chibis habe ich selbst gemacht. Da werden auch in der Zukunft mehr kommen. Wir werden uns jetzt generell auch erstmal mit Assets beschäftigen, dass wir halt eine Umgebung haben, worum die Chibis rumlaufen können. Die Animationen, die ihr im Hintergrund seht, die ausgeführt werden, sind nicht meine eigenen Animationen. Wir haben die erstmal aus Mixamo geholt. Wir werden aber in Zukunft auch eigene Animationen machen. Das ist jetzt mehr so eine Testphase, was ich brauche, wie es alles miteinander funktioniert. Und wie ihr seht, sie laufen und animieren. Das funktioniert jetzt schon mal gut. Und ich würde sagen, gehen wir doch mal Schritt für Schritt den Code durch, den ihr braucht, wenn ihr das alles nachmachen möchtet. Sagt, ich gehe einfach mit euch meine Codes durch, die ich bis jetzt aktuell habe. So, ich lasse jetzt einfach zur besseren Übersicht mein Avatar mal raus, dass wir nicht aus Versehen irgendwas überdecken. Wie ihr seht, haben wir hier diese fünf Kandidaten, die laufen alle über die gleiche Character Blueprint und haben den gleichen Controller. Sprich, wir müssen das meiste an Programmierung einmal aufsetzen, das funktioniert für alle. Wir können hier und da halt gerade über den Behavior Tree jedem Einzelnen nochmal ein bestimmtes eigenes Verhalten zuordnen. Das haben wir einfach für uns einfacher, dass wir halt einmal den großen Kletterer-Dash machen müssen mit zeig uns Gesundheit an, zeig uns Freude an, zeig uns das an und alles, was halt so codemäßig gemacht wird, müssen wir einmal programmieren und das funktioniert für alle. Und hier können wir dann genauere Werte festlegen. So, das ist so grob die Idee, die ich dahinter habe. Noch eins vorweg. Die Charaktere hier im Hintergrund. Also das ist ja eben mein NPC-Charakter. Ihr dürft da gerne Farben für auswählen. Also Farben vorschlagen, wenn ihr Lust, wenn ihr Bock habt, welche Farbe der Charakter haben darf. Die anderen vier. Ich habe die YouTuber noch nicht angefragt, ob sie mitmachen wollen in dem ganzen Spiel oder ob ich sie nutzen darf, wenn das Spiel fertig ist. Sobald wir irgendwas Spielbares haben, so eine Pre-Alpha, wenn irgendwas spielbar schon möglich ist, dass man es testen kann, werde ich mir natürlich die Erlaubnis einholen, ob ich die Charaktere nutzen darf oder nicht. Es werden natürlich auch mehr Charaktere kommen. Die werde ich zu einem machen, einfach weil ich Leute selber mag, weil ich Leute selber zuschaue. Aber auch ihr könnt einfach mal Leute vorschlagen, egal ob großer YouTuber, kleiner YouTuber oder Streamer. Schlagt einfach ein paar Leute vor, die ihr gerne vielleicht im Spiel sehen möchtet. Und dann werde ich die modellieren und schauen, ob ich die auch nutzen darf. Ist es für mich eine gute Übung und ja, umso mehr wir Charaktere haben, umso lustiger wird es, glaube ich, eigentlich. Und dann wollen wir mal schauen, wer am Ende dann beim fertigen Spiel dabei ist oder so. So, aber jetzt zum eigentlichen Punkt. Wie gesagt, die laufen alle über die gleiche Character Blueprint und den gleichen Controller. Schauen wir uns erstmal den Controller an. Da passiert jetzt nicht so wirklich Spannendes, weil er sagt einfach nur: Event begin play, run behavior tree und wir machen eine Variable. Wir können hier einfach sagen, zack, und dann promote variable, dann habt ihr die und müsst die einfach nur existent drin haben. Mehr braucht hier nicht passieren. Das ist jetzt nicht so weiter spannend. Spannender wird es jetzt erst hier in der Charakter Blueprint. Fangen wir im Viewport an. Das ist der normale Charakter, wie mein Name, also einmal Charakter hier rein. Eine Animationsblueprint müssen wir hier festlegen, die kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Da ist jetzt auch nichts großartig Spannendes zu sehen. Da habe ich mir nämlich einfach das hier alles kopiert von dem Mannequin-Charakter. Also ihr habt ja hier die Mannequins vorhanden und da habe ich mir einfach aus deren Blueprint die Blueprint kopiert, dass mir einfach Sachen wie Geschwindigkeit, soll er sich bewegen und ist Falling. Also die drei Werte braucht man auf jeden Fall. Das kopiert ihr euch. Alle grauen Teile macht ihr auch zu einer Variable nutzbar, indem ihr einfach drauf, also Rechtsklick draufklickt und dann mach Variable und dann habt ihr das hier. Den Ground Speed solltet ihr editierbar machen. Den werden wir irgendwann mal später in dem Behavior Tree nutzen, dass wir den halt auch dort einsehen können, dass wir den da halt öffentlich machen, dass
wir den halt in einer anderen Blueprint oder einer anderen Programmierung auch sehen. So, und dann haben wir hier einfach eine ganz, ganz simplen Animation Graph. Hier ist nur die State Machine drinne. Und hier haben wir tatsächlich nur einfach eine Blend Animation drinne für Idle Run. Die können wir uns auch nochmal angucken, einfach dafür, dass ich sie mal gezeigt habe. Hier haben wir sie einfach drinne. Dann haben wir, wenn du stehst, machst du diese Animation, wenn du läufst, diese Animation, quasi an das Tempo angepasst. Das müssen wir noch ein bisschen feintunen, das kommt dann später. Aber so ungefähr stehen, laufen, rennen. Und ich habe einfach aus Gag für Schnellrennen nochmal den Naruto-Run reingemacht, weil wir den gefunden haben. Zack, da ist er. Flitzt da los. Mehr ist hier nicht drin. Ich habe jetzt ungefähr die Geschwindigkeit von 600. Ich weiß nicht, ob wir das nutzen werden. Ich habe jetzt einfach random eine Zahl aussortiert. Also es hat keinerlei Bedeutung. Das müssen wir dann halt später im eigentlichen Spiel noch herausfinden, was da sinnvoll ist. So, und das war es eigentlich schon für Blueprint, für den Charakter, für die Animation. Ja, habe ich noch glatt zwei Sachen vergessen. Zu einem, wir haben den AI-Controller. Den wollen wir natürlich auch unserem Charakter-Blueprint geben. Einfach in der Charakter-Class hier oben bei Suche AI-Controller. Dann kommt es auch schon AI-Controller-Class. Und dort packen wir den Controller mit rein, der hier ist, den wir uns selbst erstellt haben. Und eine Sache, um uns das ganze Editieren ein bisschen zu erleichtern, habe ich den Behavior Tree hier in meinem Editor sichtbar gemacht. Der ist normalerweise hier nicht vorhanden. Also ihr habt das, diesen Abschnitt habt ihr normalerweise nicht drin. Den machen wir einfach in einem Constructen-Skript uns selbst. Das ist das Skript, was quasi hierfür zuständig ist, was halt nicht aufgerufen wird, wenn das Spiel startet, sondern alles für den Editor nutzbare Sachen sind. Wir haben in unserem IA-Controller ja das Asset hier erstellt und das werden wir jetzt nutzen, um uns das hier einzufädeln. Das ist, wie gesagt, auch kein Hetzenwerk. Hier in dem Constructen-Skript wird gestartet. Wir casten unseren AI-Controller NPC, also wir casten den hier, je nachdem, wie ihr den benannt. Brauchen dazu natürlich Get AI-Controller, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann setten wir das BT-Asset, also so wie ihr das hier genannt habt, also den hier müsst ihr suchen, indem ihr einfach da draus zieht und nach dem Namen sucht. Bei mir heißt es BTA, also Behavior Tree Asset. Und dann brauchen wir das Setten. Und auch hier wieder die Variable rausziehen, dass ihr die bearbeiten könnt. Aber hier drauf achten, editierbar machen und dann erscheint sie dort. Meistens ist die direkt unter dem Material. Ihr könnt auch hier Kategorie etc. euch selber was aussuchen. Da wir aber hier nicht viel haben, habe ich das einfach auf Default gelassen. Da könnt ihr dann reinschreiben AI oder keine Ahnung, je nachdem, wie ihr lustig seid, könnt ihr das beschriften. So könnt ihr generell Sachen, die ihr hier hinzufügen möchtet, wenn euch irgendwas fehlt in verschiedenen Blueprints, dass ihr halt einfach schneller bearbeiten könnt. Auf diese Art und Weise könnt ihr das hinzufügen. Spannender wird es erst hier in dem Behavior Tree. Ich mache einfach mal den NPC auf. An für sich sehen Sie gerade noch. Ja. An für sich sieht jeder Behavior Tree noch so aus. Ich habe hier einen Task Random Location. Der sagt einfach an, such dir einen random Punkt im Navigationsradius und lauf dahin. Und die sagt, wenn du da angekommen bist, spiel eine Animation ab. Die sind hier. So, kommen wir erst hier zu dem Random Location. Das ist ein eigener Task, den habe ich selbst programmiert. Doppelklick drauf. Das Ganze sieht so aus. Ich mache das mal ein bisschen größer. Seht, es ist nicht viel Code, da ist noch nicht viel passiert. Wir gehen hier hin. Receive Execute AI. Können wir hier einmal Move To. Verbinden wir das Ganze. Und dann brauchen wir noch einen Get Random in Reachable Point in Radius. Den brauchen wir für das NavMesh. Das zeige ich euch gleich. Und auch hier beide Floats einfach in der Variable rausgeben lassen, dass wir die editieren können, dass wir dann im Nachhinein halt in der Blueprint, also in dem Behavior Tree, die nochmal anpassen können. Wir brauchen die Location von unserem Controller-Parent, von der AI. Das füttern wir hier alles rein und sagen, hat es funktioniert? Bist du irgendwo hingelaufen? Gut, dann bist du fertig. Haken dran. Hat es nicht funktioniert? Bist du nicht fertig? Und fang nochmal von vorne an. Das ist einfach für uns nochmal eine Sicherheit. Falls hier irgendwas schief geht, dass es nicht komplett abcrasht, sondern sagt, okay, du bist nicht fertig, guck nochmal von vorne.
Gerade wenn das hier ein bisschen komplexer wird, ist das sinnvoll, wenn man das so aufdröselt. Für den simplen Fall hier kann man den Teil auch weglassen. Aber wie gesagt, auf Nummer sicher gehen. Und dann haben wir das nächste, die Random Animation. Ich habe es jetzt Animation NPC genannt. Einfach weil es ja für meinen grauen NPC-Charakter ist. Der ist jetzt ein bisschen komplizierter und der hat uns ganz schön Kopfzerbrechen gemacht, während wir programmiert haben, weil es nicht so simpel funktioniert, wie ich das gedacht hätte. Und wir gehen mal kurz durch. Auch hier erstmal Receive Execute AI. Dann brauchen wir unseren Cast-to-NPC-Test, also zu unserer Blueprint. Wenn wir uns erinnern, wo ist es? Hier, die Blueprint. Und dadurch, dass wir alle Charaktere über dieselbe Blueprint laufen lassen, müssen wir das auch nur einmal machen. Erspart uns jede Menge mehr Gecode, auch wenn das eigentlich nur Copy-Paste wäre. So. Dann brauchen wir hier einen Play-Animation. Daraus holen wir uns hier einmal das Mesh, fädeln das hier ein. Dann brauchen wir hier eine Montage. Ich habe leider nichts gefunden, dass es nur mit einer reinen Animation funktioniert. Wir müssen die Animation Montage nehmen. Die könnt ihr euch dann halt aus jeder Animation erstellen und selbst zusammenbasteln. Das ist das Schöne. Wenn ihr mehrere Animationen miteinander verknüpfen möchtet, müsst ihr eh eine Montage machen. Dann brauchen wir einen Random. Das fädeln wir alles durch. Wir müssen hier auf jeden Fall ein Set machen, dass wir sagen, wir müssen hier die Animation nochmal setten, dass wir die gleiche kriegen. Wenn ihr den Random ohne den Set sowohl in die Animation und dann in die Gav Play Length macht, dann kriegt ihr zwei verschiedene Werte raus. Dann kriegt ihr hier eine Animation für und hier eine getrennte Animation für und das passt dann nicht. Deswegen, der ist sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich die gleiche Animation bekommt. Hat lange gedauert, weil ich nicht verstanden habe. Dann hat man Animationen, die waren sehr lang und dann rennt er in der T-Pose weiter. Oder er rennt weiter und hat die Animation noch nicht fertig. Deswegen, das hier ist sehr wichtig. Danach, nach der Animation, kommt das Delay. Daraus nehmen wir uns die Play Length und ziehen so circa 0,2 ab. Dann haben wir einfach einen leichteren, also so einen simplen Übergang. Weil oft ist es so, dass er, wenn ihr das nicht macht, dass er ganz kurz für zwei Frames in der T-Pose landet und dann erst weitergeht. Deswegen die zwei Frames abziehen. Danach müssen wir nochmal den Animation Mode setzen, damit das alles flüssiger funktioniert. Wir haben es ab und zu mal, dass die Charaktere halt wieder nicht zurück in ihre Blueprint finden. Dafür ist das einfach nur mal zur Absicherung. Und dann hier sagen, okay, jetzt ist der ganze Gedöns hier fertig, wieder zurück zur Blueprint und dann halt auch Finish Execute, dann sind sie fertig. Man könnte hier noch einen Bool reinpacken. Hat das hier funktioniert, ja oder nein? Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Wenn ihr den hier nicht macht, habt ihr wieder auch die Möglichkeit, dass es halt die Charaktere nicht wissen, was sie machen sollen und dann einfach in der T-Pose weiterrennen. So vermeidet ihr das. So, das waren so unsere zwei großen Probleme. Die zwei, einmal das Setten, damit die beiden die gleiche Animation machen, sowohl die Länge als auch die Animation die gleiche ist. Als auch sagen, okay, wenn die Animation fertig ist, bitte nutzt deine Blueprint wieder und deine Animation Blueprint und dann ist fertig. Das war die ganze Zauberei an dem. Wenn ihr hier die Animontage, weil das ja ein Array ist, sichtbar macht, könnt ihr auch die hier nochmal schön direkt in dem Behavior Tree einsetzen. Gerade wenn ihr wie ich hier mehrere Charaktere habt, ist das ganz sinnvoll, da die nicht die gleiche Animation haben, dass man die einfach wild austauschen kann. Und auch hier, wie gesagt, der Radius, einmal für wie weit darfst du laufen und in welchem Radius ist es okay, dass du an einem Punkt bist. Das heißt quasi, der erste Radius gibt an, das ist dein Maximalwert, so weit darfst du laufen und er sucht sich zum Beispiel den Punkt aus, der hier, das hier, diese Cube ist. Da will er hin. Und dann sagt er, okay, du musst nicht genau bis zu diesem Punkt laufen, so 50 Einheiten davor, dahinter, danach ist auch okay, wenn du das erreichst. Erspart uns ein bisschen Kopfzerbrechen, weil manchmal, wenn ihr den akzeptablen Radius sehr niedrig macht, dann hängt er sich gerne mal an der Wand auf oder so. Wegen so 50 war jetzt eigentlich für mich testweise okay, aber das kommt ganz auf eure Szene drauf an, was ihr da eingibt. So habt ihr einfach nochmal einfach eine Option, wie ihr halt verschiedene Fehler ausmerzen könnt. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, wo darf der Charakter eigentlich langlaufen? Wenn ihr die nur so in der Welt platziert, machen sie es nicht. Wir hatten ja gesagt, ihr braucht einen Punkt im
navigablem Radius oder Navigable Radius. Das ist das Navmesh, nennt es sich. Das haben wir hier einfach eintippen. Hier, Mesh Bound Volumes. Das Ding brauchen wir. Das ist das Ding mit dem Haken. Das ziehen wir einfach in die Szene. Dann bekommen wir hier so einen kleinen, ja, Cube. Ich habe den ja schon drin, ne? Der ist bei mir hier. Der ist bei mir ein bisschen größer. Also die können hier die komplette Fläche ablaufen. Wenn ihr P drückt, bekommt ihr nochmal eine Anzeige, wo kann der Charakter hinlaufen und wo nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur gesagt, ihr dürft da hinlaufen. Überall, wo grün ist, dürfen sie hinlaufen. Es gibt dann auch später noch Möglichkeiten zu sagen, über Navmeshes, an bestimmte Orte darfst du nicht hinlaufen, dann ist das rot. Und halt hier die Kante ist dann halt immer nicht so genau, da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Die werden wir später auch noch ein bisschen verfeinern, also das ist jetzt die Standardkante, wie nah sie an ein Objekt rankommen. Das kommt dann halt auch wieder ein bisschen auf eure Charaktere an, wie groß die Charaktere oder mehr, wie groß die Collision ist. Hier diese kleine Kapsel, der Pawn, wie groß der ist, wo sie lang können. Wenn ihr sehr schmale Gänge habt, kann es sein, dass Charaktere dann stecken bleiben. Da müsst ihr ein bisschen gucken. So habt ihr einfach die Möglichkeit, einfach mal zu checken, wo kann er langlaufen. Wenn es grün ist, ist okay, dann sollte er da durchpassen. Wie gesagt, die Charaktere, das ist eine ganz simple AI momentan. Die sind nicht sonderlich schlau und gerade an engen oder kantigen Wegen hängen sie noch gerne mal fest. Das sind dann so Sachen, die wir dann später einmal lösen, wenn es soweit ist. Ich sag, das ist jetzt halt eine ganz, ganz simple AI, also simpler wie das geht's kaum, wenn sie sich bewegen sollen. Okay, damit wäre jetzt erstmal alles gezeigt. Mehr habe ich selbst in dem Projekt noch nicht. Sagt mir mal eure Meinung zu einem Showcase im Vergleich zu einem Tutorial. Was wäre euch lieber? Oder habt ihr generell Interesse, dass ich euch gerade an dem Projekt einfach zeige? In Kurzfassung, das und das haben wir in den Streams erledigt, das und das haben wir jetzt gemacht. Gerade wenn es jetzt um die Programmierung geht, habt ihr da Interesse dran, dass wir dann halt eine solche Art von Updates machen? Habt ihr generell Interesse dran, dass ich euch die Blueprints zeige, wie ich die aufgebaut habe? Oder wollt ihr halt detailliertere Tutorials dafür? Haut doch mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon bis hierhin geschaut habt, lasst doch mal ein Like da, vielleicht auch ein Abo da. Wir haben ja fast die 1000, das wäre doch nice, wenn wir die mal schaffen. Das ist doch irgendwie so ein Milestone, dass wir die kriegen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Macht auch selbst ein bisschen Blödsinn in der Unreal Engine, ist eine nice Sache. Sei es auch nur, wenn ihr sagt, ich hab Bock, verschiedene Welten zu bauen, ohne dass jetzt groß da was rumläuft. Aber es kann eine schöne Erweiterung sein, dass ihr eine schöne Szene habt. Ein paar Kreaturen, die man ja auch kriegen kann, ohne dass man halt selbst was modellieren muss über Sketchfab. Unreal hat ja eigene Marketplaces-Sachen. Das halt, ihr macht einen schönen Wald und da rennt ein Reh rum oder ein Wolf. Oder Vögelchen fliegen, all das könnt ihr zum Beispiel mit so einer simplen AI machen. Die haben halt keinen festgelegten Weg, sondern laufen random irgendwo lang. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten. Und ich halte euch auf dem Laufenden, was das Tamagotchi-Projekt so macht. Dann, ciao, ciao!